Hallo und willkommen zu unserem Tutorial KiCad für Anfänger. Wir machen an dieser Stelle weiter, wo wir das letzte Mal auch aufgehört haben. Ich öffne dazu mal wieder mein KiCad-Programm, gehe direkt hier in den PCB-Layout-Editor hinein und dort haben wir ja beim letzten Mal aufgehört. Ihr seht, wir haben das letzte Mal hier ein Logo auf der Vorderseite platziert und eine Schrift auf der Rückseite. Das sind die beiden Layer, entweder Front Silks oder Back Silks. Bevor wir jetzt hier weitermachen, möchte ich euch noch einige Hinweise geben, die durchaus wichtig sind. Ihr wisst ja noch, dass wir hier diese Leiterbahnen geroutet haben. Und dass ich dann gesagt habe, alle Leiterbahnen, die hier rot sind, befinden sich auf der Kupferfläche der Platine oben, also auf der Frontkupfer. Und alles, was grün ist, befindet sich dann eben auf der Rückseite der Platine, auf der Backkupferseite. Wir können das auch mal eben kontrollieren. Wir haben ja nur eine Leiterbahn, die hier auf der Unterseite der Platine geroutet wurde von uns. Und ich gehe mal eben hier in den 3D-Betrachter hinein, drehe die Platine und schaue erstmal nach. Jawohl, sie befindet sich auf der Rückseite der Platine. Ich schließe mal den 3D-Betrachter. Und wollte jetzt euch nur kurz nochmal was erklären. Und zwar haben wir hier auch auf der Rückseite, das sehe ich hier an der Farbe, ja, und wenn ich dann hier bei den Layers gucke, die Schriften und Logos befinden sich ja auf dem Layer Front Silks bzw. Back Silks. Und wenn ich mir hier die Farbe betrachte, kann ich dann sofort erkennen, auf welchem Layer, entweder Vorder- oder Rückseite, sich diese Schrift befindet. Das erkenne ich sofort hier an dieser Farbe und da sehe ich, aha, die ist also hier auf der Rückseite, auf der Back Silks, denn die beiden Farben sind identisch. Wenn ich jetzt in den Cursor-Modus gehe und mir diese Schrift nochmal umpositionieren möchte, klicke ich sie an, drücke die Taste M und positioniere sie mal hier auf diese, ja, ich sag mal hier mit dem G zum Beispiel oder hier mit dem G von dem Wort Design auf der grünen Linie, was ja nichts anderes ist wie unsere Leiterbahn auf der Rückseite. Schaue mir das mal im 3D-Betrachter an. Und ich sehe jetzt, dass die Leiterbahn auf der Rückseite, dass da oben drauf dann noch zusätzlich vom Hersteller hier Farbe aufgetragen wird, um unseren Text darzustellen. Das macht dieser Leiterbahn nichts aus, gar nichts. Die geht nicht kaputt, die wird nicht dadurch unterbrochen durch diese Schrift, nichts. Das sind immer mal wieder diese Fragen, die dann kommen. Wird die Leiterbahn denn dadurch nicht hier unterbrochen? Nein, wird sie nicht, wenn es sich um Schriften oder Logos handelt. Der Platinenhersteller, der produziert diese Leiterbahn von diesen beiden Pads und darüber wird einfach mit einem speziellen Verfahren, weil diese Schrift natürlich durchaus sehr klein ist, wird da einfach oben drüber gedruckt. Aber und jetzt, das wollte ich eigentlich mal kurz sagen, ich mache das hier nochmal rückgängig, indem ich hier oben auf dieses Icon, hier kann ich Schritte zurück bzw. hier Schritte vorgehen. Ich gehe mal einen Schritt zurück, ja, und dann habe ich wieder den Urzustand. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Wir haben ja auch diese Mounting Holes, also diese Befestigungslöcher hier kreiert. Und jetzt könnte ja der ein oder andere auf die Idee kommen, ein Mounting Hole oder ein Befestigungsloch hier auf so einer Leiterbahn zu machen. Was dann passiert, kann ich euch kurz demonstrieren. Ich gehe wieder in den Layer Edge Cut dort
und nehme mir wieder hier mein Kreissymbol und zeichne mir jetzt hier na, so mal ein Kreis auf, klicke das ab und gehe mal zurück in den 3D-Betrachter. Und es handelt sich jetzt hier um ein Loch. Und das hat natürlich fatale Folgen, wie ihr durchaus hier schon sehen könnt. Durch dieses Loch, was ich ja platziert habe, wird natürlich dann diese Leiterbahn unterbrochen. Deshalb sage ich mal, sollte man natürlich solche Sachen vermeiden. Das gleiche gilt dann auch für Mounting Holes, die ich über diese Footprint-Bibliothek platziere. Wenn ich ein Loch mache, ist natürlich klar, dass die Leiterbahn dann hier weg ist. Dann habe ich dort keine Leiterbahn mehr und die beiden Pinne hier zwischen dem Widerstand und hier in unserem Fall zwischen der Diode sind dann unterbrochen. Aber das nur auch am Rande, so als kleiner Hinweis. Ich lösche das sofort wieder, indem ich hier in den Cursor-Modus oben rechts gehe und dann mal etwas hineinzoome und hier dann auch den Kreis versuche also anzuklicken und dann drücke ich auf der Tastatur einfach mal die Entfernen-Taste. Speichere das nochmal ab und dann ist das wieder in Ordnung. Ja, nur so viel dazu. Heute wollen wir mal dazu übergehen, wie man die Platine noch ein wenig schöner machen kann oder anders umändern kann, und ich werde euch auch noch mal einige wichtige Hinweise geben. Ihr habt schon gemerkt, dass in KiCad überhaupt viel mit Tastaturbefehlen gearbeitet wird, zum Beispiel M wie Move, E wie Edit oder andere Tastaturbefehle. Im Laufe unseres Tutorials werden wir immer ein oder zwei neue Tastaturbefehle kennenlernen. Wenn man die mal ansehen möchte, geht man einfach hier oben auf Einstellungen, dann wieder hier auf Einstellungen, hat dann hier im Reiter Tastaturbefehle, hier die ganzen Tastaturbefehle drin. Ganz wichtig, und den Hinweis möchte ich euch auch nicht enthalten, es kann natürlich sein, dass ihr im Windows innerhalb des Betriebssystems Windows auch schon irgendwelche Tastatur-Shortcuts vergeben hat. Sollten die irgendwie in irgendeiner Weise mit KiCad kollidieren, ja, sagen wir mal, ihr habt jetzt Steuerung N innerhalb Windows für eine andere Funktion vergeben, dann kann man die hier in KiCad auch ändern. Hier draufklicke, dann sagt mir KiCad hier Kommando neu. Und ich kann jetzt hier für die Option neu einen anderen Shortcut, Tastatur-Shortcut vergeben. Weil es kommt immer mal wieder vor, dass Shortcuts schon von anderen Dingen, sei es der Maus oder sonst was oder von Windows-Betriebssystem, vergeben sind. Dann einfach bitte hier in den Einstellungen Tastaturbefehle die KiCad-Shortcut ändern und so weiter. Des Weiteren möchte ich euch noch sagen, wenn ihr KiCad auf mehreren Rechnern installiert habt, ja, sagen wir mal einmal zu Hause beziehungsweise dann im Büro oder an einer anderen Stelle im Haus und ihr möchtet überall die gleichen Shortcuts benutzen, man kann die hier mit dem Icon oder mit dem Knopf hier exportieren und dann eben an dem anderen Rechner wieder importieren. Und somit hat man an jedem Arbeitsplatz dann seine gleichen Shortcuts. Das sollte man wissen. Ich habe das noch nicht gesagt, aber es kommt dann immer wieder so der Hinweis, du, ich habe mehrere Rechner oder ich arbeite im Büro und zu Hause. Im Büro habe ich die und die Shortcuts, Tastatur-Shortcuts, und ich möchte die gerne auf all meinen Rechnern gleich haben. Dann kann man hier importieren bzw. exportieren. So, ich gehe mal wieder zurück. Wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, solche eckigen, scharfkantigen Platinen. Die sind natürlich ja zweckmäßig, kann man sagen. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Und viele Leute sagen dann, na, wie bekomme ich denn hier diese Ecke so ein bisschen abgerundet? Dazu wollen wir jetzt mal kommen. Das wollen wir mal machen, dass wir hier nicht
so eine scharfkantige, eckige Platine haben, sondern diese Ecken hier mal ein bisschen abrunden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Das geht in KiCad eigentlich mehr oder weniger gut, weil KiCad ist ja natürlich ein Platinenlayout-Programm, ein CAD-Programm und kein Zeichenprogramm. Es bringt zwar einige Zeichenwerkzeuge hier mit, aber ja, richtig zeichnen oder Grafiken zu erstellen, ist in KiCad hier nicht ganz so einfach. Wenn wir am Ende unseres Tutorials angekommen sind, wenn wir dann den Arduino Uno erstellt haben und alles fertig haben, werde ich euch noch mal einen Weg zeigen, wie man Grafiken für KiCad in einem kleinen anderen Programm viel effektiver zeichnen kann. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen hier versuchen, mal die Ecken ein wenig abzurunden. Dazu mache ich mal Folgendes. Ich gehe jetzt hier, wie gesagt, in unserem Edge Cut Layer, wähle mir hier den Kreisbogen aus, gehe dann hier außerhalb der Platine mal an eine freie Stelle, klicke einmal, ziehe ein Stück nach rechts, klicke nochmal und bewege dann ohne gedrückte Maustaste hier mal so ein 90 Grad, na, jetzt sind wir bei 90,7, ein bisschen zurück, 90 Grad Bogen, klicken dann einmal und wir haben dann hier an der Stelle hier so einen 90 Grad Bogen erstellt. Nun gehe ich hin, wieder zurück in den Cursor-Modus, klicke diesen Bogen einmal an und jetzt kommt das eigentlich Dumme bei KiCad. Ich möchte das gerne kopieren. Ich habe es angeklickt, drücke dann Steuerung C, klicke dann an eine freien Stelle, drücke Steuerung V und jetzt habe ich eine exakte Kopie des ersten Kreisbogens. Lege ihn mir hier ab, drücke nochmal Steuerung V, habe den zweiten Kreisbogen, drücke nochmal Steuerung V und habe meinen dritten Kreisbogen. So, wir gehen jetzt hin, nehmen uns einen dieser Kreisbögen, zoomen dort hinein, damit ich es auch finden kann, klicke es an, dann wird es markiert, dann zoome ich wieder hinaus, drücke die M-Taste für Move, ziehe meinen Kreisbogen hier an der ersten linken oberen Ecke hin, drücke die R-Taste zum Rotieren und platziere das mal hier, da muss ich noch ein wenig hineinzoomen, damit ich das auch sehe, genau auf diese Linien hier, so ungefähr, klicke einmal, jetzt sehe ich natürlich, dass mein Mounting Hole, mein Loch hier im Außenbereich aus der Platine rausragt. Dazu klicke ich es nochmal an, drücke die Taste M, ziehe das nochmal ein bisschen weg und habe schon den ersten Kreisbogen hier platziert. Das nächste mache ich genauso. Ich klicke es einmal an, drücke die Taste M für Move, positioniere es mir an der oben rechten Ecke, ziehe es mir dahin, drücke die R-Taste fürs Rotieren, zoome dann wieder hinein, platziere den Kreisbogen so auf den beiden Linien, so klicke und schon habe ich den zweiten Kreisbogen markiert. Jetzt gehe ich hin und mache den dritten Kreisbogen, das heißt, ich gehe dort drauf mit der Maus, klicke einmal, dann sehe ich hier anhand dieser weißen Punkte, ich habe ihn markiert, ich drücke M für Move oder Bewegen, gehe hier unten in die linke rein, zoome etwas hinein, drücke die R-Taste, rotiere mir das in die richtige Position, positioniere mir das hier mit meiner Maus, klicke einmal, auch hier ist das Mounting Hole etwas versetzt, ich markiere das Mounting Hole, drücke M wie Move, ziehe es mir ein bisschen weiter in die Mitte und gehe dann hin, markiere mir nochmal den letzten Kreisbogen, klicke ihn, drücke die M-Taste, zoome hinaus mit dem Mausrad, gehe in die rechte untere Ecke, drücke die R-Taste, um den Kreisbogen zu rotieren und platziere ihn mir hier
so dass er hier auf den vorhandenen Linien kommt. Ich lasse die Platine mal mittig anzeigen. So, und jetzt habe ich hier alle vier Kreisbögen platziert. Und jetzt muss ich eigentlich das Pferd wieder von hinten aufsäumen, indem ich jetzt hingehe und meinen Edge Cut, meinen eckigen Edge Cut hier lösche. Ich muss natürlich im Cursor-Modus sein und klicke hier diese gerade obere Linie an. Sie wird markiert, das sehe ich hier an den beiden weißen Punkten. Drücke die Entfernen-Taste, markiere das nächste hier auf der linken Seite, markiere, drücke Entfernen, dann entferne ich diese Linie. Ja, ich muss mal ein bisschen reinzoomen, damit ich die Linie greifen kann. Klick, entferne und zum Schluss noch die untere Linie auch anklicken. Na, will er nicht. Ich muss etwas hineinzoomen, klicke sie an, schaue nach, ja, sie ist markiert und drücke dann die Entfernen-Taste. Jetzt habe ich den ursprünglichen Rahmen ja weggelöscht. Ich habe hier nur meine Kreisbögen und jetzt gehe ich hin, schaue nochmal nach, befinde ich mich im Edge-Cut-Layer, das ist sehr wichtig. Ja, das zeigt mir dieses Dreieck hier an. Ich nehme hier mein Linienwerkzeug wieder und zoome hier mal hinein, fasse diese Ecke hier an. Ja, dann erscheint da so ein Kreis drum und jetzt kann ich wieder diese Ecken hier so ganz einfach verbinden und gehe dann zum nächsten Punkt. Ja, ist ja ein bisschen schwierig, ist eine reine Fleißarbeit, weil das alles sehr, sehr klein ist, aber mit Hilfe des Mausrades kann man dort gut reinzoomen. Klick, fertig. Jetzt gehe ich zur nächsten Ecke hin und versuche dort jetzt, na, da ist er, roll wieder raus mit der Maus, gehe zu dem Punkt und verbinde mich jetzt hier wieder. Jetzt muss ich hier noch die letzte Linie ziehen, indem ich da drauf klicke, nach unten ziehe, ein bisschen rauskrolle, wieder hineinscrolle und dann hier diese Sache auch noch verbinde. So, ich positioniere die Platine mal wieder in der Mitte, indem ich hier oben auf dieses Icon klicke und sehe dann hier meinen Platinenumriss mit abgerundeten Ecken. So, jetzt um sicher zu gehen, ich hatte ja gesagt, der Edge Cut muss immer geschlossen sein. Das dürfen hier keine Lücken sein. Deswegen gehe ich jetzt hier in den Cursor-Modus zurück und hier oben dann den 3D-Betrachter aufrufen. Und es kommen auch keine Fehlermeldungen mehr. Und ich habe jetzt hier meine abgerundeten Ecken. Und die Platine sieht jetzt so aus. Keine scharfen Kanten hier mehr habe. So viel zu diesem Punkt. Wie gesagt, Qkit ist kein Malprogramm und es ist etwas schwierig und umständlich, manchmal hier etwas zu erreichen. Aber es geht, wenn man weiß, wie es geht. Aber es gibt ein kleines Zusatztool, das extern man sich da downloaden kann. Und da kann man natürlich viel besser Umrisse zeichnen. Das ist ein Malprogramm, nur mal so viel vorweg. Das nennt sich Inkscape und dieses Inkscape ist ein reines Malprogramm, also ein reines Zeichenprogramm. Und dort gibt es dann eine Erweiterung, ein Plugin für Inkscape. Und mit diesem Plugin kann ich Edge Cuts oder Dinge für Qkit, für die einzelnen Layers zeichnen und dann in Qkit hier importieren. Ist es natürlich viel schöner mit zu arbeiten als hier mit Qkit. Ja, liebe Freunde, das soll es auch erstmal für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal machen wir dann an dieser Stelle weiter. Dann soll es darum gehen, wie erstelle ich mir hier meine eigenen Logos und speichere sie in eine Footprint-Bibliothek hinein und damit ich sie dann nutzen kann, wie das geht, wie man das macht,
welche Dateiformat dort zum Einsatz kommt, damit Qikit das auch als Logo hier positionieren kann und als Logo erkennt. Darum soll es dann im nächsten Video gehen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, euer Jürgen.